ein kleines Taschenbuchregal, obendrauf stehen ein paar Bilder und hier haben wir jetzt die Gestaltmandelreihe von Nalini Singh. Die sind alle so sortiert hoch und runter. Fragt mich, warum ich das gemacht habe, keine Ahnung, auf Leopardenblut ist auf jeden Fall der erste Teil. Ich liebe diese Reihe total. Wer mich jetzt schon länger verfolgt, hat mitgekriegt, wie ich angefangen habe, Leopardenblut zu lesen und mich dann einmal durch die komplette Reihe gesuchtet habe. Ich freue mich schon auf September, da kommt der neue Teil raus. Dann haben wir hier die Rockkiss-Reihe von Nalini Singh, sortiert nach der Reihenfolge, wie ich sie auch am liebsten mag, also 2, 4, 3, 1. Ich liebe den zweiten Teil, er ist so gut. Wer eine richtig, richtig gute Liebesgeschichte lesen möchte, sollte sich Rockkiss, ich berausche mich an dir, auf jeden Fall angucken. Die Bücher kann man unabhängig voneinander lesen, aber es ist halt eine Reihe und gehört für mich halt so zusammen, aber dieser Teil ist so unglaublich gut. Dann haben wir hier auch nochmal Jennifer Armentrout. Ich habe von dieser Frau, glaube ich, insgesamt 30 Bücher, also es ist eine Menge. Also hier haben wir die Wait For You Reihe, Wait For You, Trust In Me, Be With Me, Stay With Me, Stay With Me ist mein Lieblingsteil, For With Me, For Aaron You, das ist Fridged. Fridged gehört nicht zu der Reihe, aber es passt halt farblich schön rein. Dann haben wir hier den Jugendthriller von Jennifer Armentrout, Dreh Dich Nicht Um, ist ein richtig, richtig gutes Buch, kann ich euch wirklich nur empfehlen und ich stehe voll im Licht, also sorry für den Schatten. Dann haben wir hier da dahinter noch Morgen Liebe Ich Dich Für Immer, das war ein eher untypisches Jennifer Armentrout Buch. Und da dahinter verbirgt sich noch Tempting Love, Hände weg vom Trauzeugen. Das ist so, glaube ich, das schlechteste Buch, was ich von Frau Armentrout hier gelesen habe. Deswegen habe ich es auch versteckt. Dann haben wir hier meinen Puzzleapfel. Den habe ich von Niggi bekommen. Danke, Niggi. Ich habe mich mit 2 Stunden Arbeit an diesem Ding aufgehalten. Aber er sieht echt cool aus, der Puzzleapfel. So, dann haben wir hier die Dämonentochter-Reihe von Jennifer Armentrout. Hier freue ich mich total auf das Spin-Off. Da kommt im Juni der erste Teil im HarperCollins Verlag raus und heißt Götterleuchten, das Erwachen des Lichts und da freue ich mich total. Ein Regalfach weiter unten haben wir dann mein Samantha Young Regal quasi. Hier haben wir die Edinburgh Love Story Reihe. Ich weiß bis heute nicht, was der Verlag sich dabei gedacht hat. Dieses Buch ist einfach viel zu groß. Also ich habe die anderen Bücher ein Stück vorgezogen, weil es sonst auch so zu weit rausstehen würde. Also ihr seht, so. Ich habe keine Ahnung, was der Verlag sich dabei gedacht hat. Dann haben wir hier die Kurzgeschichtensammlung von der Edinburgh Love Story Reihe und hier dahinter haben wir noch Into the Deep und Out of Shallows. Und hier haben wir The Real Thing und da dahinter irgendwo hier steht noch Every Little Thing und meine rote Lampe von Ikea. Ja, also das ist mein Samantha Young Regal. Ich liebe die Edinburgh Love Story Reihe. Ich kann die wirklich jedem nur empfehlen. Und auch die Hardware Love Stories mag ich total, obwohl ich die Edinburgh lieber mag. Als die Hardwell im Moment zumindest. Also kommen wir hier runter und auch hier steht mein Schatten wieder komplett im Licht. Hier haben wir die Dare to Love Reihe. Hier habe ich Band 3 bis 6 an meine Arbeitskollegin ausgeborgt. Die liegt seit Januar zu Hause mit einem gebrochenen Fuß und deswegen habe ich da ihr die Bücher ausgeliehen. Dann haben wir hier Bianca Iosivoni. Haha, mein Autogrammkärtchen. So, ich stell sie mal rüber. Dann haben wir hier die Broken Hearts Reihe von Sheena Showalter. Ich feiere hier den zweiten Teil, Brennende Sehnsucht, das ist dieser hier. Den feiere ich total, auch wenn dieses Cover absolut hässlich ist. Ich weiß nicht, die Kamera fokussiert irgendwie immer das Gesicht von Frau Iosivoni jetzt. Ja, ich liebe dieses Buch, aber das Cover ist so hässlich. Also, warum? Das sieht aus, als wäre das ein reines Bumsbuch, ist es aber überhaupt nicht. Hier gibt es 2 oder 3 erotische Stellen in dem Buch. Furchtbar. Ja, aber ich feiere diese Reihe total. Die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dann haben wir hier Was auch immer geschieht von Bianca Iosivoni. Auch das Buch finde ich richtig schön. Ich liebe dieses Cover. Es sieht so toll aus. Und ja, auch das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das ist quasi eine Stiefgeschwistergeschichte. Aber die ist ganz, ganz anders vom Aufbau her und die mag ich total. Das hier ist die Jackie, also die Jacqueline Fellgut. Und auch die Autorin mag ich total gerne. Ich stelle Jackie mal mit hier rüber. Hier habe ich jetzt noch die Bücher von Cora Carmack, also die It-Reihe, sag ich mal. Losing It, Faking It, Finding It. Und dann haben wir hier die ersten 3 Teile der Forever in Love-Reihe. Da fehlt noch der 4. Band. Dann ist die Reihe, glaube ich, auch abgeschlossen. Und auch diese Reihe hier, also diese beiden Reihen, sind auch total schön. Wer Bock auf New Adult-Geschichten, College-Geschichten hat, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Also diese Reihen auf jeden Fall angucken. Und dann haben wir hier noch die Bücher von der Jackie, also das Buch hier war eins meiner Jahreshighlights letztes Jahr. Hashtag Folge deinem Herzen. Dieses Buch hat alles, was ein wahnsinnig gutes Buch haben muss. Und das trotz der Kürze des Buches. Und ja, Jackie hat einfach einen wahnsinnig tollen Schreibstil. Und sie erzählt die Geschichten so toll und so schön. Und ich kann jedem, der gerne Liebesgeschichten liest oder so Urban Fantasy-Geschichten liest, Jackie wirklich nur empfehlen. Sie ist eine ganz, ganz tolle Autorin. Und sie hat eine ganz, ganz tolle
Art, Geschichten zu erzählen. Und ja, ich liebe dieses Buch. Ihr müsst das lesen. Es ist so gut. Damit wären wir dann jetzt hier unten auch beim letzten Regalfach. Hier habe ich von Laurie Nelson Spearman Morgen kommt ein neuer Himmel stehen. Dann habe ich hier komplett meine Betsy Taylor Romane. Jetzt musste ich überlegen, wie diese Reihe heißt. Da fehlen aber noch gut 4 oder 5 Teile inzwischen. Also 2 habe ich noch da, die müsste ich einfach mal weiterlesen. Aber dieses Buch, dieser Teil war so schlimm und so schrecklich und danach wollte ich nicht mehr weiterlesen. Aber ich habe hier noch 2 Teile. Ich glaube, ich müsste die Reihe nochmal komplett lesen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was da alles passiert ist. Ich mochte die Reihe damals eigentlich total gerne beim Lesen. Vielleicht sollte ich doch irgendwann mal weiterlesen. Dann haben wir hier noch Flirt mit Nerd. Das ist eine richtig süße Jugendliebesgeschichte. Dann haben wir hier von Jessica Sorensen Ella und Micha und für immer Ella und Micha, also Band 1 und 2. Ich finde das nur sehr lustig, dass die hier so sich gar nicht ähneln auf den Bänden, obwohl das ja zweimal die gleichen Protagonisten sind quasi. Ja, dann haben wir hier Crossfire 1 und 2. Ich konnte mich davon auch irgendwie noch nicht verabschieden. Die muss ich auf jeden Fall aber auch nochmal mit aussortieren, weil ich glaube nicht, dass ich die behalten werde. Dann haben wir hier Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ich feiere dieses Buch auch immer noch total. Dann habe ich hier noch Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Seelen von Stephanie Meyer. Und dann haben wir hier die Pan-Trilogie von Sandra Renier. Hier habe ich den ersten Teil auch total gefeiert. Der zweite war dann okay und der dritte war leider auch nicht mehr gut. Ich weiß nicht, was da passiert ist bei der Reihe. Da ging es mir ähnlich wie bei der Bestimmung. Den habe ich geliebt. Der war ganz originell und der war bläh. Ja. So viel zu meinem Taschenbuchregal. Ja, und falls ihr euch jetzt wundert, warum ich hier eine Kinokarte eingerahmt habe, das ist die letzte Kinokarte, die es bei uns im Kino gab. Also danach wurde das umgestellt auf so Kassenzettel mit QR-Code-Scan. Deswegen, das ist die letzte richtige Kinokarte, die ich habe. Also nicht wundern, dass ich die da stehen habe. So, und jetzt gehen wir rüber in die Stube. So, wenn ihr dachtet, wir sind schon fertig, habt ihr euch geirrt. Hier sind noch meine schwebenden Bücherregale in der Stube. Da liegen jetzt so langsam meine Subbücher drauf. Also hier haben wir die Everflame-Reihe. 1 und 2 habe ich gelesen, den dritten noch nicht. Den muss ich noch lesen. Das ist von Rick Yancey, die 5. Welle-Reihe. Die habe ich auch alle komplett gelesen. Den ersten habe ich noch verborgt. Dann haben wir jetzt hier Subbücher. Ja, wo fangen wir denn an? Das ist noch von Jackie ein Buch, was ich unbedingt lesen möchte. Das ist der 6. Teil Elemental Assistant-Reihe. Queen of Clouds, Pandora, die Überlebenden. Ja, die möchte ich alle irgendwann demnächst mal lesen. Dann haben wir noch die Wahrheiten von Dawn Cook. Da sagt ja Nikki immer, dass ich die unbedingt lesen muss und soll. Und die sind ganz, ganz toll. Ja, und bevor sich jetzt wieder einer beschwert, dass ich hier die Aufkleber dran habe, die mache ich ab, sobald ich die Bücher gelesen habe, Leute. Ne? Also das letzte Mal bei meinem Bücherregal-Video habe ich mehrfach Kommentare bekommen, warum da die Aufkleber noch dran sind. Mein Gott, Kinders. Ja, dann haben wir hier noch Mind Games von Terry Terry und der Märchenerzähler sind auch beides Einzelbände, muss ich auch echt irgendwann mal lesen. Und wie ihr seht, sind hier meine Schutzumschläge von die Tribute von Panem. Dann haben wir hier unten Selection, den ersten Teil und nach der Nachtwandler von Sebastian Fitzek. Das ist nur ein Buch, was ich für ein schwebendes Bücherregal nehmen will, weil dieses Regal hier ist, dieses Buch ist total krüppelig schief an der Wand, das will ich mit dem da mal austauschen. Dann haben wir hier noch die Legend-Reihe von Marie-Lou. Auch die muss ich echt demnächst mal lesen. Dann haben wir hier die Gilde der Jäger von Nalini Singh. Das ist diese Engelsreihe von ihr. Die möchte ich auch irgendwann mal anfangen zu lesen. Poison Princess soll auch ganz, ganz toll sein. Habe ich auch von der lieben Niki bekommen, das Buch. Muss ich dann auch echt irgendwie mal lesen. Ich muss alle Bücher echt irgendwie mal lesen. Und dann haben wir hier noch den 5. Teil der Elemental Assassin-Reihe. Midnight Girl und Winefire. Das sind auch beides Einzelbände. Muss ich auch mal mitlesen. Dann haben wir hier auf dem Tisch noch meine beiden Currently Readings, Alles oder Nichts von Simone Arnstedt und Ewig Dein von Janet Clark. Dann haben wir hier noch die Bücher, die ich demnächst lesen werde, den 2. Teil von X, das mit den Schmetterlingen von Susan Anderson, Young Elites, Der Prinz der Elfen und dann haben wir noch Manche Tage muss man zuckern und Magonia vom Heine Verlag und dann haben wir hier hinten noch den 3. und 4. Teil von X und das ist nur der Schutzumschlag von Ewig Dein. Das sind so meine aktuellen noch zu lesen Bücher. Und wundert euch nicht, dass das so komisch gestapelt ist. Das ist nach der Reihenfolge gestapelt, wie ich es jetzt lesen werde. Deswegen nicht wundern. So, ein Regalfach haben wir noch und das ist drüben im Schlafzimmer. Da gehen wir jetzt noch hin. Fangen wir hier im Schlafzimmer auch mit den schwebenden Bücherregalen an. Und zwar haben wir hier einmal die After-Reihe von Anna Todd. Die habe ich auch noch nicht gelesen. Und dann haben wir hier drüben noch die Ashes-Reihe von Ilsa J. Bick. Auch die habe ich noch nicht gelesen und hier muss ich noch ein paar schwebende Bücherregale hinmachen. Das sieht sonst irgendwie ein bisschen verloren aus an der Wand. So, das sind alles Bücher, die ich noch nicht gelesen habe.
fangen wir mal hier an. Da haben wir Game On von Kristen Callihan. Da hatte ich ja die Darkest London Reihe gelesen. Dann The Bone Season von Samantha Shannon. Dann haben wir hier den zweiten Teil von The Bone Season. Den ersten hatte ich als Hörbuch schon gehört. Starters und Enders, Pandemonium, Delirium, Mystic City, Young World. Die sollen auch ganz, ganz toll sein. Oh. Die ersten drei Teile von Night School, Die unendliche Geschichte, Nacht des Begehrens von Cressley Cole und Insignia von S.J. Kincaid. Das ist die Autorin von Diabolik. Das Buch hat mir die liebe Niki geschenkt. Danke nochmal, Niki. Ich möchte es unbedingt bald lesen. Ich hoffe, es ist so toll wie Diabolik. Ein Regal weiter unten. Ich kann zu den Büchern hier natürlich immer nicht viel sagen, weil ich die noch nicht gelesen habe. Haben wir Pygmalion von Glennon Miller, dann Dragon Touch und Dragon Fire von Ger Eiken. Also es ist Band 1 und 2 dieser Reihe. So ein Doppelband habe ich mal für 3 Euro gekriegt, deswegen habe ich den mitgenommen. Dann haben wir Der letzte Engel von Doran Drevenka oder sowas. Vollendet von der Schusterman. Dann für Immer in deinen Herzen von Viola Shipman, das ist eine Familiengeschichte. Just in Time Care, das ist ein Thriller. Ja, Feuer und Stein von Diana Gabaldon, muss ich auch mal noch mitlesen. Die Berufene soll auch ganz, ganz toll sein, ist auch eine Zombie-Geschichte. Feenrache ist auch was sehr Mystisches, ist auch ein Jugendthriller. Dann von Laurie Nelson Spielman, Nur ein Horizont entfernt. Muss ich auch mal mitlesen. Anklage von John Grisham, brauche ich glaube ich auch nichts weiter sagen. Nightfalls ist auch ein Thriller von Jenny Milchmann. Und dann haben wir hier noch die Gilde der schwarzen Magier von Trudy Canavan, die Rebellen, die Novizin, die Meisterin. Die Bücher stehen glaube ich schon seit 2 Jahren in meinem Schrank. Ich muss sie echt mal mitlesen. Dann Himmelstiefe von Daphne Umbruch in der alten Auflage. Und hier in dem untersten Regalfach herrscht wie immer Chaos. Hier haben wir dann den dritten und vierten Teil von dieser Dragon-Reihe. Dann, das ist die Ocean Rose-Reihe, da geht es auch um Sirenen. Dann haben wir hier Sternenregen von Nora Roberts. Das ist auch der erste Teil einer Reihe. Da gibt es, glaube ich, insgesamt 3 Bücher. Dann haben wir hinten noch Die Totenbraut von Nina Blajon. Wie gesagt, da hatte ich jetzt noch keinen Anreiz, das zu lesen. Misty Falls von Joss Stirling. Dieses Buch habe ich mal zum Geburtstag mitbekommen. Das ist nur dämlicherweise der vierte Teil dieser Reihe und ich habe die ersten 3 nicht gelesen. Dann Die Vernichteten von Ursula Posnanski. Das ist auch der dritte Teil der Reihe. Aber das habe ich für 2 Euro bekommen, deswegen musste ich das mitnehmen. Dann Der Kuss der Göttin von Avalyn Pike. Hier habe ich Elfenkuss gelesen. Das hat mir so gar nicht gefallen, deswegen steht es noch hier. Silo von Yu Yui. Dann mein Mini Cooper, den räume ich auch mal weg. Boah, hier ist ein Staub. Dann haben wir Dich tanzen zu sehen von Maggie Shipstead. Das ist auch so eine, ja, keine Ahnung, Lebensgeschichte. Dann Die Quersumme von Liebe. Das habe ich mal von Annika mitbekommen. Das finde ich echt schön. Das ist aus dem Magellan Verlag. Das ist auch eine Liebesgeschichte. Habe ich auch noch nicht gelesen. Muss ich echt auch mal machen. Huch! Ach, das geht nicht wieder rein. Gut, das mache ich dann gleich. Dann haben wir Die Blutgabe von Franca Rubus. Das habe ich mal als Tauschbuch bekommen, weil ich habe da ein Buch umgetauscht und dann habe ich das halt dafür mitgenommen. Dann die ersten beiden Teile von Black Dagger, da das aber auch eine 30-teilige Buchreihe ist, habe ich da noch keine Ambition gehabt, das zu lesen. Die Blutbraut von Lynn Raven habe ich als Hörbuch gehört. Ich wollte es aber gerne der Vollständigkeit halber noch mit im Regal haben. Und dann haben wir hier noch von Gabriele Celin Die Widerspenstigkeit des Glücks. Da geht es um eine Buchhandlung, das möchte ich eigentlich auch schon so lange lesen, aber irgendwie komme ich da auch nicht dazu. Margots Spuren habe ich den Film gesehen, danach hatte ich keinen Bock mehr auf das Buch. Der Goldene Kompass kenne ich den Film auch, möchte ich das Buch auch irgendwann mal mitlesen, aber habe ich auch noch keine Ambitionen gehabt. Dann Thirds, Verraten und Verkauft, das ist eine, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig nennt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwas Falsches sagen, aber hier geht es um 2 Männer. Dann haben wir hier noch von Trisha Rayburn, das hatte mir eine Arbeitskollegin mal mitgegeben, Im Zauber der Sirenen. Keine Ahnung, ist auch so eine Sirenengeschichte, muss ich mal gucken. Und jetzt stürzt hier oben alles ein. Hier sind noch 2 Teile von der Betsy Taylor Reihe, wie ich gesagt hatte, dann von Sylvia Day Verbotene Frucht. Aber nachdem ich jetzt von Sylvia Day Crossfire gelesen habe, habe ich da nicht mehr wirklich Bock drauf. Aber das hat mich glaube ich auch nur 2 Euro oder so gekostet, das Buch. Oder 3 Euro? 3 Euro. Also nicht so schlimm. Dann haben wir hier Misty Falls nochmal in Englisch, den vierten Teil. Fragt nicht warum, das hatte seine Gründe. Dann haben wir hier von Nick Hornby About a Boy. Ich finde den Film ganz, ganz toll. Ich habe dieses Buch letztes Jahr von der lieben, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Rookie Me heißt ihre Seite, ihr Blog heißt Rookie Me. Ich weiß aber gerade nicht mehr ihren Namen, es tut mir leid. Und dann haben wir hier noch von Cressley Cole den zweiten und dritten Teil zu Nacht des Begehrens.
Also wie gesagt, das unterste Regalfach ist so mein Chaosregal. Und das wäre dann noch mein Subregal und mit den hier oben zusammen. Und damit wären wir am Ende von meiner Bücherregaltour. Jetzt wisst ihr, wie es bei mir zu Hause aussieht, was das Thema Bücher betrifft. Und ja, ich bin gespannt, ob ich diesen Sub irgendwann mal wegbekomme oder nicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.